Was für ein nices Level war das denn bitte? Meine lieben Freunde, mein Name ist Tybi und es ist meine Aufgabe, unkomplizierte Level in Mario Maker 2 abzuschließen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Mario Maker 2 0% Level. Wir fackeln gar nicht lange rum und starten direkt in das erste Level, Follow the Snowball 0% vom lieben Josh S89. Ach ja, und falls ihr Lust auf das Video habt, könnt ihr einen Daumen da lassen. Psst. Okay, ist das ein... Das ist ein Scrolling-Level. Was wohl... Basiert das darauf, dass ich hier irgendeinen... Hätte ich hier diesen Schneeball transportieren müssen? Ja, hätte ich. Hätte ich. Und ich muss auch immer die Gegner passend umbringen, glaube ich. Genau, den kaputt machen. Und den kaputt machen, genau. Und jetzt rollt der Schneeball. Und jetzt ist mein Moment gekommen. Genau, wo ich immer dem Schneeball den Weg freiräumen muss. So, ich hoffe, dass das dahin muss. Oh nein! Der Schneeball wäre gerade gekommen. Ich hätte das... Das wirkt übel kompliziert. Okay, jetzt passt. So, was muss ich jetzt tun? Jetzt nehme ich mir den hier, die Shell... Werf die da runter, genau. Dann kommt der Schneeball hier hoch. Dann erledige ich den hier. Muss jetzt hier den On-Off-Block aktivieren. Oder hätte der Schneeball da runter gemusst? Ich schneide gar nichts mehr. Jetzt habe ich gerade meine Shell kaputt gemacht. Oh, nee! Und das war auch nicht richtig. Warum ist hier ein Z? Für was steht das Z? Muss ich ja irgendwie spinnen oder so? Ich kapier's nicht. Shell nehmen. Shell da reinschleudern. Weiter hochgehen. Den Dude killen. Oh, nee. Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Oder? Warte mal, ich kann den einfach mitnehmen. Okay. Der Schneeball muss irgendwo einen P-Switch aktivieren, wenn ich das richtig verstehe. So, den erledigen. Genau. Dann jetzt hier, nein! So, genau, hier aktivieren. Genau. Progress, Leute. Definitiver Fall von Progress. Weil jetzt muss ich hier aktivieren, dann rollt er da runter. Jetzt kann ich wieder aktivieren, genau. Jetzt muss ich nur aufpassen. Nein! Wenn ich jetzt die Shell passend geworfen hätte, dann hätte es, glaube ich, funktioniert. Was auch immer dann für ein Mechanismus auch ausgelöst worden wäre. Genau, zack, hier aktivieren, wieder aktivieren. Genau, jetzt hierhin. Beeilung. Zwei Galumbas vor dem Ziel. Jetzt haben wir es. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich glaube, ich habe den zu früh aktiviert. Wartet. Okay, nee, es passt. Okay. Und da ist das Ziel. Was für ein nices Level war das denn bitte? Und wir sind die Pioniere. Ein herausfordernder, aber definitiv spannender Start. Schauen wir uns das hier mal an. 26 Fehlversuche schon. Ich bin gespannt. What the hell? Was ist das? Was ist das? Aber warum hat das schon so viele Versuche und noch keiner abgeschlossen? Haben die Leute einfach gesagt, yo, das ist Crap? Sowas tue ich mir nicht an? Oder ist es irgendwie besonders schwer? Okay, warte mal. Oh, nee, wenn ich jetzt zurückgehe, dann kriegt er mit Sicherheit alle Leben wieder. Okay, wartet. Als ob! Wieso? Oh, hier ist ein Propellerpilz. Das ist deutlich angenehmer. Da können wir allein schon den ersten Treffer ganz problemlos setzen. Dann, wir könnten theoretisch da oben chillen. Müssen wir aber gar nicht unbedingt. Okay, jetzt hier ganz entspannt. Genau. Und wieder nach oben düsen. Lol, da könnte ich durch. Da könnte ich einfach legit durch. Ich könnte theoretisch da abkürzen. Wenn mir das, was ich hier tue, nichts bringt, dann werde ich das... Ich kann da oben abkürzen. Ich komme da einfach durch. Alter, was hat denn der Levelentwickler geraucht? Dass der einfach so random Lücken hier in sein Level einbaut. Oh nee, jetzt habe ich den Propeller verloren.
Aber da... Da ist wieder einer. Hä, da oben könnte ich auch durch. Okay, bisher könnte ich all da... Wisst ihr was, scheiße? Oh, nee. Das war dumm. Also bisher hätte ich beide Bosskämpfe überspringen können. Wer baut sowas? Wieso? Aus welchem Grund? What the hell? Seit wann wirfst du Hämmer? Okay, ich... Warte mal. Wir probieren mal was. Ich besiege den ersten Bum-Bum und setze seinen Schlüssel hier ein. Das müsste laut meiner Theorie funktionieren. Okay, okay. So, und jetzt? Ja, da kommen wir durch. Ja. Dann kommen wir auch hier durch. Aber da kommen wir nicht oben lang. Ah, wir können doch nicht alles skippen. Oder warte mal, stopp mal. Was ist hier oben? Wieso ist das so skurril? War der besoffen beim Bauen? Nee, aber wir können... Einen Kampf können wir skippen. Genau, und dann nehmen wir jetzt hier den Propellerpilz noch mit. Wir sind Hüter der zwei Schlüssel. Da können wir jetzt hier hochdüsen. Ja, genau. Und dann setzen wir hier einfach den Schlüssel ein und dann ist uns dieser Kampf vollkommen egal. Oh boy, es geht weiter. Es geht einfach weiter. So. Dann gebe ich nämlich hier mal in Sicherheit. Den lassen wir auf der Wippe, weil da kann er mir nichts. Wir balancieren den da extra drauf. Wenn ich unter ihm stehe, passiert auch erstmal nichts. Jetzt trifft er mich. Nein, ich konnte lang genug in der Luft schweben. Runter, 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 runter. Er ist halt einfach fetter als ich. Egal, wir haben ihn erledigt. Yes, genau so, genau so. So weit, so gut. Ein Goomba. Besoffen platzierte Münzen. Oh, also. Du machst jetzt hier noch den Boss, oder was? Du bist jetzt hier Big Papa. Du bist Big Loser. Ja, also ich denke, wir müssen nicht drüber diskutieren, auf welchem Niveau dieses Level war. Aber wir haben es als Erster abgeschlossen. Okay, The Pit of Poison and Insanity. Don't stop running and keep pushing. Wohin soll ich runnen und was soll ich pushen? Don't stop running. Okay. Nee, überall Giftpilze drin. Nee, hier ist Yoshi. Okay, so weit, so gut. Komme ich da rein? Nee. Da unten komme ich auch nicht rein. Weiter run. Komm ich da hoch? Nee, hier war auch ein Pilz. Komme ich da hoch? Ja. Okay. So, ich runne. Jetzt habe ich Yoshi verloren. Aber nicht so schlimm. Hier sind wir auch durchgekommen. Oh boy. Oh boy. Okay, das ist irgendwie... Oh, das ist irgendwie ziemlich cool. Aber muss ich Yoshi bis hierhin mitnehmen? Das Level ist aber eigentlich ganz cool. Okay, diesmal bin ich mit Yoshi hier durchgekommen. So. Auch hier muss ich jetzt einfach nur überleben. Oh, nee, Yoshi. Yoshi? Sehr gut. Yoshi? Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Oh, nee. Oh, nein! Da war das Ziel! Okay, immer hüpfen. Dass wir nicht in den... Ja, genau, dass wir nicht in so einen Pilz rein geraten. Okay, ich muss jetzt leben. Ich muss leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Permanent hüpfen. Man darf sich hier nicht am Boden aufhalten. Weil am Boden nur der Tod ist. Okay. Das hat gepasst. Und dann mache ich mir solche Probleme. Wir sind doch Pioniere. Und das sieht auch spannend aus. Flying for Red Coins. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht schaffe. Aber das Konzept und das Thumbnail sahen cool aus. Ah, okay. Es ist ein P-Balloon. Du-Ding. Okay. Aha. Da unten haben wir doch schon was. Da muss ich im passenden Zeitfenster rein. Und raus. So viel dazu. Yes, das passt. Bei Pi-Ballon-Leveln immer
immer mit Steuerkreuz spielen. Auch wenn mein Steuerkreuz etwas broken ist. Aber da es in 2D Marios nur quasi oben, unten, rechts, links gibt, ist die Steuerkreuzsteuerung halt einfach hierfür perfekt. Und mit dem Joystick macht man Bewegungen, die jetzt nicht so vorteilhaft sind. Okay. Holy moly. Holy moly. Yo, ist das denn ernst? Yo, ist das denn ernst? Und was, da oben hätte ich schon alle... Hä? Oh Gott, Alter, das sieht so schwer aus. Das sieht so schwer aus. Real Talk. Okay. Hier bin ich in Sicherheit. Nehmen wir uns hier, genau. Oh nee, die mit. Und dann war es das auch schon wieder. Okay, ganz vorsichtig. Das wirkt super stressig, aber so viel passiert hier nicht. Das Einzige, was so ein bisschen unpredictable ist, sind diese Stachis, die hier auf einen feuern. Aber eigentlich ist das schon ganz gut machbar, wenn man sich die Zeit nimmt. So. Jetzt wieder straight nach oben drücken, um nicht hier irgendeine komische Kurve zu machen, die nicht passt. Ja, hier geht's weiter. Das war fast absehbar. Gleich zwei auf einmal. Alles klar. Da kommt ein Stachel. Aber der düstert uns vorbei. Straight nach unten drücken. Dann ist das hier alles ganz gut machbar. Und dann rein da. Das hat soweit gepasst. Und das war's auch schon. Oh, nee. Moment. Das war's auch schon. Wenn man nach oben fliegen will, wenn man von der Tür ist. Schwierig. Ja, easy. Easy. Damn Pioneers. Yes, meine lieben Freunde. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Das waren weitere 0% Level für den heutigen Tag. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der Folge. Wenn dem so war, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.